So, wir haben keine Isomatte dabei, aber wir sind gerade auf der Suche nach einem vernünftigen Schlafplatz. Guck mal, Herr Goldmann. Hier vorne ist Stacheldraht. Und ich glaube, da ganz hinten, da sehe ich irgendwelche Gebäude. Vielleicht ist das hier verlassen. Das wäre ganz cool. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Vielleicht haben wir ein Dach und müssen nicht im Regen schlafen. Ja. Sollen wir es wagen? Ja, ich glaube schon. Guck mal, wir haben hier ein zerstörtes Gebäude gefunden. Das sieht aus wie so ein Lost Place oder wie so ein Schweinestall, was hier kaputt gegangen ist. Also so ein Schweinestall ohne Dach und ohne Schweinen dran. Hier vorne liegt überall frische Scheiße rum. Das heißt, wenn wir hier pennen werden, dann werden wir als Beutetiere anerkannt und aufgegessen, lebendig. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Genau, daran musst du die ganze Nacht dran denken. Ja, Mann. Guck mal, wir haben hier ein verlassenes Haus gefunden. Ich werde es euch zeigen. So sieht das von innen aus. Das war das verlassene Haus. So, da vorne ist noch ein Gebäude. Den werden wir uns auch anschauen. Hier vorne sind Kabel. Hier vorne ist ein Gang. Hier ist ein Raum. Hier vorne ist noch ein Raum. Und das war wahrscheinlich ein Badezimmer oder sowas. Oder Toilettenraum, weil hier so ein Abflussrohr ist. Ich zeige euch alle Räumlichkeiten von diesem Lost Place hier vorne. Hier oben hängt was Metallisches, das ist richtig geil. Und das ist sogar ein urinfarbiger Raum. Ein dunkel urinfarbiger Raum. Hier vorne ist noch ein urinfarbiger Raum, aber der ist kleiner. Ist ja alles zerstört. Und hier vorne geht's wieder raus. Guck mal, hier vorne ist noch ein Gebäude. Ich werde hier eindringen. Hier vorne ist ein Minimalkeller mit Reifen. Hier vorne war mal eine Toilette. Das sieht wie irgendwas mit Wasser aus, also mit Wasserleitung und sowas. Also das habe ich schon gezeigt. Genau, das war es eigentlich auch schon. So, hier vorne ist ein Gebäude mit mehr Fett dran. Hier ist ein Autositz. Ich glaube, das hier, das war mal eine Toilette gewesen. Das sieht auch wie so eine Toilette aus. Und hier vorne sind ganz viele Rohren mit Rost dran.
Mit richtiger Rost dran. Also richtige, echte Rost. Das ist eine richtige Minimalheizung. Die ist richtig, also richtig verminimalt. Ich habe noch nie so eine kleine Mini-Heizung gesehen. Die so klein ist wie diese hier. Also so eine Röhrenheizung, genau. Hier war bestimmt irgendwas Technisches drin. Und hier vorne sind kaputte Röhre. Guck mal, hier vorne ist ein richtig leerer, zerbrechlicher Haus, wo hier ganz viele Dachdinger hier runtergefallen sind. Bestimmt bei jedem Wind und Wetter oder so ist jedes Mal hier Dach runtergefallen. Genau deswegen liegt das hier rum. Das ist ja alles voll mit diesem kaputten Dach hier vorne. Hier vorne ist ein verfettigter Treckerrad. Und hier vorne ist noch ein Lost Place. Das sieht wie so eine Art Schuppen aus, aber in Fett. Und das riecht hier total nach Schimmel. Und hier vorne ist der Herr Goldmann. Dein Kopf ist ein Lost Place. Und hier vorne ist so ein richtig veralteter, verrosteter Strohhalm. Wir haben den perfekten Raum gefunden. Und zwar das hier, das wird unser Schlafplatz sein. Und wir schlafen ohne Isomatte. Wir haben keine Isomatte dabei. Sondern nur Schlafsack und auf den harten Boden drauf. Das ist unser perfekter Schlafplatz. Das wird so richtig geil sein. Genau. Damit unser Schlafsack nicht zu verdreckt wird, wegen diesem ganzen Schutt, was hier rumliegt. Hier ist ganz viel Staub und Dreck und sowas. Habe ich uns diese Mülltüten hier besorgt. Als Unterlegplane. Genau, die nehmen wir dafür. Das wird richtig geil sein, damit zu schlafen wieder mal. Also ich habe gerade 4 Müllsäcke da drauf gelegt. Und rechts, da pennt Herr Goldmann und ich penne hier. Das ist unser Schlafplatz für heute. Das sind die besten Unterlegplanen überhaupt. Ich habe hier diesen Schlafsack und in diesem Schlafsack werde ich heute schon wieder schlafen. Und diesen Schlafsack habe ich schon seit einem Jahr. Und ich werde euch diesen Schlafsack kurz vorstellen. Der Online-Shop Obay hatte mir vor einem Jahr diesen Kailas Winterschlafsack zur Verfügung gestellt und habe ihn in der kälteren Jahreszeit ausgiebig getestet. Der Schlafsack ist sehr gut isoliert und befindet sich im Komfortbereich zwischen plus 5 und minus 10 Grad. Wobei ich erfahrungsmäßig sagen muss, dass ich bei Temperaturen bis minus 5 Grad problemlos in einfacher Kleidung bivakieren kann, ohne zu frieren und ohne kalte Füße zu bekommen. Den Schlafsack gibt es in der Größe Mittel und Groß. Ich habe die Ausführung Mittel, bin 1,66 Meter und bin laut BMI mit 80 Kilo Körpergewicht leicht übergewichtig. Ich passe zwar hier rein, muss aber feststellen, dass der Schlafsack für mich schon ein bisschen eng ist. So dass, wenn ich einen zu dicken Oberteil anhabe, den Reißverschluss erschwert zubekomme. Daher würde ich jenen empfehlen, der größer und massiger ist als ich, lieber auf die Variante groß zu greifen. Das Besondere an diesem Schlafsack ist, dass dieser mit 1,5 Kilo ein ausgezeichnetes Wärme-Gewichtsverhältnis hat. Und komprimiert ist er so klein, dass er in einen kleinen Handgepäck reinpasst, was sich für die kostenlose Mitnahme bei Flugreisen eignet. Hier seht ihr den Größenunterschied zwischen dem Kailas Winterschlafsack und meinem älteren Billig-Winterschlafsack, der sogar noch weniger Isolierung bietet. Ich finde, für diesen kleinen Packmaß hat dieser Schlafsack eine super Leistung und wird mit einem robusten Packsack mitgeliefert, den man direkt über die angebrachten Gurte am Rucksack außen dran binden kann. Also ich kann euch diesen Schlafsack sehr empfehlen. Link unten in der Beschreibung und weiter geht's mit dem Video. Und genau, mit diesem Schlafsack werde ich heute schon wieder schlafen. Ich freue mich, wieder in diesem Schlafsack zu schlafen. Diesen Schlafsack kann ich euch empfehlen. Ich schlafe ja nur in meinem Schlafsack, also ohne alles, also ohne Isomatte, sondern nur mit meinem Schlafsack auf dem bloßen Boden, mit dem Schutz von diesen Müllsäcken. Und Herr Goldband hat das hier geholt. Ich bin sehr gespannt drauf, wann hier ein Loch drin ist. Der muss auf jeden Fall heute noch ein Luftloch drin sein. Sicherheit, Alter. Ja, genau. Das wird richtig geil sein, wenn da ein Loch drin ist. Ich fühle mich wie so ein Loser-Survivaler. Aber es ist ein Test. Wir müssen das hier auf jeden Fall allen eine Chance geben. Genau, eine Chance muss man geben und gucken, wie es ist. Und eigentlich bin ich kein Freund davon. Das heißt, es wird eine sehr schreckliche Nacht für mich. Wie viele Punkte würdet ihr auf einer Skala von 3 bis 8
meiner Nase momentan geben. 3 ist das Schlechteste und 8 das Beste. Ich würde sagen, was habe ich gesagt? 8. So, wir liegen hier rum und ich merke auf jeden Fall so richtig, dass aufgrund der Unisolierung, dass ich keine Isomatte unter mir habe, wie diese ganze Kälte von dem Boden über den Schlafsack in meine Knochen reinzieht. Das ist richtig geil. Und die Nacht hat gerade angefangen. Das ist voll geil. Das kann ich richtig empfehlen. Ohne Schlafsack auf dem kalten Boden rumzuliegen. Und hier ist überhaupt kein Empfang und sowas. Das ist richtig geil. Das kann ich auch empfehlen, dort zu sein, wo kein Empfang ist. Das ist voll scheiße, hier die ganze Zeit ohne Isomatte hier rumzuliegen. Der Boden hier vorne, der ist so richtig hart. Und meine Knie tun weh, weil ich die ganze Zeit auf den harten Boden da abstütze. Und die Kälte, die zieht so richtig von dem Boden hinauf in den Körper rein. Das ist voll geil. Da hat es Herr Goldmann viel besser mit seiner Isomatte. Aber in anderen Zeiten, der wird Herr Goldmann auf jeden Fall leiden. Definitiv. Da wird er stärker leiden als ich, glaube ich. Ja. An andere Zeiten. Definitiv zu 100%. Da bin ich fest von überzeugt. Aber heute bin ich am Leiden. Heute bin ich dran. Ich muss mehr leiden. Heute bin ich dran am Leiden. Also stärker am Leiden als Herr Goldmann. Ich werde auch heute auf dem bloßen Boden schlafen. Und zwar nur aus diesem Grund, damit ich im Titel angeben kann, dass ich ohne Isomatte schlafe. Nur aus diesem Grund, damit mehr Klicks kommen. Deswegen mache ich das. Mhm. Und sonst aus keinem anderen Grund. Sonst hätte ich meine Isomatte mitgenommen. Aber damit ihr sehen könnt, dass ich ohne Isomatte schlafen kann, genau, deswegen mache ich das heute so. Ein Like, ein Leidenspunkt mehr. Genau. Ihr müsst alle liken. Ich muss sagen, der Schlafsack ist etwas klein für mich, aber der schützt sehr gut gegen Kälte. Der ist richtig gut. Der hat mir auf jeden Fall bei vielen Touren richtig gut geholfen. Den kann ich empfehlen. Ich habe ein richtiges Gehirn. Guten Morgen. Wir haben hier gepennt. Und dieser Boden hier vorne, der war richtig geil kalt. Das war richtig geil gewesen, wie diese ganze Kälte von diesem harten Boden reingezogen ist. Herr Goldmann hat sogar gefroren. Das war richtig geil gewesen. Ja, Mann, obwohl ich das luxuriöse Bett hatte, waren meine Füßchen ganz kalt. Obwohl ich dicke Socken an hatte. Meine nicht. Dein Schwachsinn, Alter. Aber war geil, hat Bock gemacht. Es ist schön. Und es ist eiskalt gewesen, locker 0 Grad. Draußen die Pflanzen waren gefroren. Das hört sich gut an. So, wir gelaufen jetzt von dem Gelände runter. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler, harter Pennplatz gewesen. Das war richtig geil gewesen, ohne Isomatte zu schlafen. Ja, Mann, Alter, das war ein geiler Pennplatz. Geile Nacht. Das war schon eine Ewigkeit her, wo ich das letzte Mal in einem Lost Place gepennt habe. Das kann ich nur empfehlen. Aber auch nur dann, wenn man es genauso hinterlässt, wie man es vorgefunden hat. Sonst nicht. Sonst ist das richtig beschissen. Aber sonst ist es voll geil, im Lost Place zu pennen. Ja. Ich möchte Gehirnzellen suchen und finden. Auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. Ich bin zu blöd, um zu verstehen, wie das geht. Wie man welche findet. Ich glaube, ich gebe bei dem Spiel Gehirnzellen suchen auf. Das ist mir irgendwie zu anstrengend. Von da hinten kommen wir, da hinten ist dieser Lost Place und das hier, das ist so ein richtig geiler Kiefernwald. Und diese hier, diese Kiefernknospen, die sind richtig geil. Das ist eine richtig geile Notnahrung. Die kann ich richtig empfehlen. Die gibt es nur bei Kiefern und bei anderen Pflanzen, die so ähnlich sind wie Kiefern.
wie Tannenbäume oder so. Und Fichten, da gibt's das auch. Aber Kiefern sind die besten dafür. Diese Knospen. In diesem Video habe ich ebenfalls in einem Lost Place übernachtet und mitten in der Nacht haben wir Stimmen und Schritte gehört und der Besuch war direkt vor unserem Raum, wo wir geschlafen haben. Deswegen schaut euch das unbedingt auch an.